Hallo, ich grüße dich zu diesem Video zum Vollmond in Wassermann am 1. August um 20.31 Uhr. Dieser Vollmond in Wassermann bringt viel Expansionsmöglichkeit mit ins Feld und gleichzeitig genügend Energie, um dies auch, diese Manifestation in die Realität umzusetzen. Der Vollmond findet auf 9 Grad und 15 Bogenminuten im Zeichen Wassermann statt. Die Sonne steht in der exakten Opposition auf 9 Grad und 15 im Zeichen Löwe. Die Sonne im Zeichen Löwe liebt es, selbst das Leben zu bestimmen und im Mittelpunkt zu stehen. Sie genießt in der Regel Applaus und handelt aktiv, unternehmerisch und mit feuriger Energie. Und der Mond in Wassermann steht ja im fixen geistigen, luftigen Zeichen Wassermann und liebt hier seine Unabhängigkeit und Freiheit. Es fällt ihm oft schwer, sich wirklich auf eine Nähe einzulassen, also intim zu sein. Lieber behält er sich ein Stück Unabhängigkeit vor. Und wenn jetzt jemand Mond in Wassermann hat im Geburtshoroskop, dann kommt es natürlich immer wieder auf die Gesamtkonstellation an. Aber hier bei diesem Vollmond in Wassermann ist das Thema auch in dieser Opposition bei beiden Zeichen Unabhängigkeit und Freiheit und auch Selbstbestimmung. Der Mond in Wassermann möchte hier halt eben noch individueller oder einzigartiger sein. Spannend ist an diesem Vollmond das T-Quadrat zu Jupiter in Stier von Mond und ebenfalls von Sonne. Der Jupiter hier steht am Apex von diesem Leistungsdreieck und das lässt natürlich viel Expansionsmöglichkeit zu. Mit dem zulaufenden Quadrat von Mond zu Jupiter sind Übertreibungen möglich. Man überschätzt sich und manche Situationen schätzt man eventuell zu groß ein. Dinge werden idealisiert oder dramatisiert. Das Quadrat von Sonne in Löwe zu Jupiter in Stier verstärkt ein übermäßiges Selbstbewusstsein und eine maßlose Übertreibung. Es kann im Bereich Finanzen, Selbstwert, Genuss zu einer Übertreibung kommen oder zu einer Fehleinschätzung, gerade wenn man hier zum Beispiel dann größere Summen investiert, als man eigentlich wollte. Das wäre natürlich ganz gut hier, dann an diesem Vollmond vorsichtig zu sein. Vielleicht schlemmt man mehr, als man will hier mit diesem Jupiter auch im Quadrat zum Mond. Man kann Vorhaben vielleicht wirklich nicht richtig einschätzen und übersieht wichtige Details. Es kann ein zu viel des Guten sein. Ja, jetzt ist es dann interessant, dass der Mars in Jungfrau in dieser exakten harmonischen Aspektierung im Trigon das alles wieder ausgleicht und sozusagen korrigiert. Der Jupiter steht in Stier in einem fixen Erdzeichen, der Mars in Jungfrau in einem beweglichen Erdzeichen und dieses Trigon mit diesem Mars in Jungfrau bringt genügend Nüchternheit und pragmatische Umsetzung mit ins Feld. Die Vorhaben können gut in die Realität umgesetzt werden, denn die Jungfrau prüft und analysiert und ist eher so ein Zeichen, was die Alltagstauglichkeit überprüft. Und der Mars agiert hier klug und wird aktiv, wenn feststeht, wie man mit geringstem Aufwand das bestmöglichste Ergebnis erzielen kann. Es ist natürlich jetzt eine sehr unterstützende Konstellation, um zu manifestieren und Dinge auch in Angriff zu nehmen. Merkur steht als Regent im Zeichen Jungfrau und agiert hier ebenso analytisch, klug und nüchtern. In der Opposition zum rückläufigen Saturn in Fische verstärkt sich das Nachdenken, das Überprüfen, eventuell eine Vorsichtigkeit. Man überlegt zwei, dreimal mit diesem rückläufigen Saturn und gleichzeitig mit dieser Fische-Energie bezieht man doch ein größeres Spektrum mit ein. Es kann auch ein schöpferischer Aspekt sein in dieser Opposition, nämlich dass man etwas genauer erforscht. Lilith in Löwe im abklingenden Quadrat zu Uranus in Stier wirft die Frage nach der eigenen Stärke und Unabhängigkeit auf. Das war jetzt ja die ganze Zeit auch ein wichtiger Aspekt. Und die Frage stellt sich hier, ob es noch etwas aufzulösen oder zu verändern gibt, zum Beispiel mehr in die Einzigartigkeit, in irgendeine Unabhängigkeit zu kommen, die eigene Stärke zu sehen.
Das wird auch ein Thema mit dieser rückläufigen Venus sein, denn sie wird noch mal eine Konjunktion mit Lilith in Löwe haben. Dann ist das Thema Liebe, Finanzen, Partnerschaft. Das sind dann die Themen, die hier immer noch aktiv beleuchtet werden. Genauso gut mit dem abklingenden Trigon zum Mondknoten in Widder. Die Rückläufigkeit der Venus bis zum 4. Oktober bietet sowieso noch mal eine gute Gelegenheit, sich das Thema Partnerschaft, Liebe, Finanzen, Selbstwert näher zu betrachten. Sie hat auch hier einen Quinkungs zu ihrer höheren Oktave, zum Neptun in Fische. Das ist auch hier ein starker Aspekt an diesem Tag, zwar abklingend, aber immer noch spürbar. Und hier geht es dann um Traumpartnerschaften, die Vorstellung von einer Liebesverbindung, die weniger mit der Realität, sondern mit der Hingabefähigkeit zu tun hat oder mit dem Wunsch nach Hingabe. Und das wäre dann eben zu überprüfen, ob das auch in die Realität umsetzbar ist. Der Mondknoten in Widder bildet ein Quadrat zum rückläufigen Pluto in Steinbock. Auch das ist abklingend. Abklingend meine ich damit, dass es eben schon vorübergegangen ist, trotzdem noch nachwirkt. Das sehen wir ja an vielen Dingen, wie sich die Welt gerade drastisch verändert. Im Finanzbereich, im politischen Bereich. Pluto stand bereits im Zeichen Wassermann und die künstliche Intelligenz zum Beispiel hat schon viel mehr in vielen Bereichen Einzug gehalten und so weiter. Der rückläufige Pluto in Steinbock wird nicht mehr eine exakte Konjunktion mit dem Pluto im Gründungshoroskop der USA erreichen. Wenn man den jetzigen Stand sieht, innen ist das Horoskop vom Vollmond in Wassermann, also der 1. August, und hier ist das Gründungshoroskop außen mit dem Pluto rückläufig im Gründungshoroskop der USA. Dieses Gründungshoroskop ist auf 16:45 Uhr ausgestellt. Es wurde auch korrigiert von der Zeit her. Auch bei dem Gründungshoroskop ist es übrigens wichtig, wie die Geburtszeit eines Landes ist. Aber kommen wir nochmal zurück zu diesem Vollmond in Wassermann. Was ich damit sagen will mit dem rückläufigen Pluto, ja, wir sehen es ja, dass die Dollarwährung schwankt, auf und abnimmt oder zum Beispiel auch an Stabilität oder an Einfluss verliert mit den BRICS-Staaten, all das, was sich jetzt eben verändert. Und das sehen wir ja auch, dass es um einen Kampf geht. Wer hat die Leitwährung? Wer hat die Weltherrschaft durch die wirtschaftliche Macht? Also das sehen wir alles gerade. Der harmonische Aspekt, dieses Sextil von Neptun rückläufig in Fische zu Pluto, gibt die Kraft, sich wieder auf die innere Stärke zu besinnen und sich mit kreativen, heilenden, nichtweltlichen Energien zu verbinden. Es ist ein Vollmond, der durch die expansive Energie mit Jupiter und das gesunde Korrektiv durch Mars in Jungfrau eine hervorragende Manifestationsmöglichkeit bietet. Es lohnt sich also an diesem Vollmond, sich mit den Themen Finanzen, Selbstwert, Stabilität, seine eigenen Talente leben, sich genau mit diesen Themen zu beschäftigen. Unter dem Video habe ich wieder die 12 Häuser aufgelistet. Man kann dann also auch wieder schauen, wo steht der Mond im Zeichen Wassermann auf 9 Grad 15 und wo der Jupiter in Stier, das würde ich mir natürlich auch anschauen, gerade jetzt mit dem Jupiter in Stier bis Mai 2024, dazu habe ich auch ein Video gemacht, ist es natürlich eine hervorragende Manifestationsmöglichkeit. Ja, soweit war es von mir zum Vollmond in Wassermann und ich ziehe ja nach wie vor eine Karte nach jedem Neu- und Vollmond und so auch zu diesem Vollmond in Wassermann. Mal schauen, welche Karte ihn begleitet. Pluto, Transformer. Diese Karte deutet auf tiefe Veränderung und darauf, deine Macht anzunehmen. Im unerlösten Sinne setzt du dich selbst unter hohem Druck oder möchtest jemanden sehr beeindrucken und manipulieren. Vielleicht übt auch jemand auf dich Druck und Macht aus. Der Stirb- und Werdeprozess, für den Pluto steht, wird in der Sexualität im Orgasmus erlebt. Man nennt ihn der kleine Tod. Genauso leitet Pluto Veränderungsprozesse ein, die ein Loslassen bedingen.
Erfordere dich auf, deinen Gefühlen wahrhaftig zu begegnen. So machst du neue wertvolle Erfahrungen. Woran hältst du fest, wo es Loslassen bedarf? Erlebst du eine erlösende sinnliche Sexualität? Wo bist du machtvoll? Wo bist du ohnmächtig? Die Affirmation ist, ich nehme die Transformation an. Es kann ja jetzt auch wirklich sein mit dem Mondknoten im Widder, der einiges in Bewegung bringt, oder zum Beispiel auch die rückläufige Venus in Löwezeit mit der zulaufenden Konjunktion dann auch in Lilith. Das wird auch wieder stattfinden. Also es sind ja gerade so spannende Planetenkonstellationen, rückläufiger Pluto in Steinbock, wo eine große Transformation stattfindet. Das sehen wir ja auch im globalen Bereich, dass sich das sehr, sehr viel verändert. Ja, soweit war es von mir zu diesem Video zum Vollmond in Wassermann. Ich freue mich sehr, wenn dir dieses Video gefallen hat. Ich freue mich wie immer über ein Like, über ein Feedback, über ein Abonnement. Und auf meiner Webseite annaroth-coaching.com gibt es weitere Angebote. Du kannst dir auch dort gratis jederzeit eine Astrokarte ziehen, dich unverbindlich in meinen Newsletter eintragen, um weitere Informationen über Workshop-Angebote oder ausführlichere schriftliche Informationen zu jedem Neu- und Vollmond zu erhalten. Und nach wie vor gibt es mein persönliches Coaching und meine weiterführende Coaching-Begleitung. Ich bedanke mich sehr bei dir fürs Zuschauen und ich wünsche dir eine wunderbare Vollmond-in-Wassermann-Zeit an deinem Seelenort. Bis dann.